Gerrit Derkowski. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Großbritannien hat die Labour-Partei Prognosen zufolge die Parlamentswahl klar gewonnen. Damit dürfte der Sozialdemokrat Keir Starmer den bisherigen konservativen Premierminister Sunak ablösen. Laut Nachwahlbefragungen kommt Labour auf 410 der 650 Sitze im Unterhaus. Die bisher regierenden Tories würden demnach nur noch 131 Abgeordnete stellen. Die Auszählung wird aber noch Stunden laufen. Ein amtliches Endergebnis wird erst für Freitagmorgen erwartet. Was der sich abzeichnende Sieg von Labour bedeutet, dazu eine Einschätzung unserer Korrespondentin Annette Dittert. Sollte die erste Prognose sich so bestätigen, dann hat Keir Starmer den erwarteten Erdrutschsieg eingefahren. 410 Sitze, das ist eine Mehrheit von 170 Sitzen und damit sollte Keir Starmer kraftvoll und mit Schwung regieren können. Die Tories haben die erwartete deutliche Quittung bekommen. Sie stehen womöglich morgen vor einer historischen Niederlage nach den Jahren des Brexit-Chaos. Und auch wenn die endgültige Sitzverteilung sich erst morgen im Laufe des Vormittags klar abzeichnen wird, kann man jetzt schon sagen, die lange Zeit der Tories hier in der Downing Street, die ist vorbei. Und ab morgen beginnt mit Keir Starmer eine neue Ära der pragmatischen Politik und eines Großbritanniens, das wieder zurück ist als verlässlicher Partner auf der internationalen Bühne. Die Spitzen der Ampelkoalition ringen zur Stunde im Bundeskanzleramt um einen Kompromiss im Haushaltsstreit. Laut Bild-Zeitung soll unter anderem das Verteidigungsministerium deutlich weniger Geld bekommen als von Minister Pistorius gefordert. Demnach soll der Etat im kommenden Jahr nur um 1,17 statt 6,5 Milliarden Euro steigen. Das 2%-Ziel der NATO für Verteidigungsausgaben soll aber durch das im Grundgesetz verankerte Bundeswehr-Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro abgesichert werden.